Irgendwas mit John Wick bestimmt? Hallo, Sior. Nur weil er so aussieht wie John Wick, hat das nichts damit zu tun. Leider. Aber nein, er sieht halt so, hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit John Wick, aber das täuscht. Das sind völlig getrennte Geschichten. Komme ich jetzt hier wieder nicht raus eigentlich? Haut es mich jetzt wieder aus den Latschen, wenn ich hier versuche zu entkommen? Hallo? Also ich weiß, dass er im Raum daneben ist, aber ich gucke trotzdem immer mal überall rein. Weiß ja nie, ob man irgendwas findet, ne? Muss ja mal gucken. Karte zum Beispiel ist wichtig. Okay, komme ich hier rein? Das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Ah, da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Ati, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem egal ist, wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Immerhin ein freundliches Gesicht, ja. Immerhin überhaupt ein Gesicht. Sag ich jetzt mal so. Oh, Alan Wake. Meine, Ist das nicht strange, dass das hier so durchscheint? Soll das so sein? Oh, das ist verbuggt. Gut, hier war ja schon drin, also. Wo muss ich lang? Achso, ich habe ja eine Karte, wa? Könnte man ja aber drauf gucken. Könnte ich.
Also. Hier war ich. Bin von der Bühne hier durch, dann da rein, da durch. Okay, dann habe ich gerade die Tür aufgemacht. Zurück. Also hier lang. Ja. Ich glaube, man kann als Alan Wake nichts einsammeln. Hör ich den Hausmeister schon wieder? Was ist für ein Zeichen? Ist hier dunkel in der Ecke. Ich sehe gar nichts. Aber auch keine Taschenlampe. Aha. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Ist das die Lampe, dass ich denke, dass es die Lampe ist? Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Okay. Muss ich jetzt hier weiterlaufen? Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Alter. Also Respekt an die Leute, die das geschrieben haben. Wie kommt man auf sowas? Krass. Ich muss jetzt nochmal drücken. Ich hab's einfach durch Raum und Zeit oder was? Oder durch mehrere Metaebenen. Ist ja nicht der reinste Irrgarten hier.
Jetzt würde ich einfach mal erstmal nach oben laufen. Da geht's bestimmt nicht weiter, obwohl ich gerade jemanden Bomben machen hab hören. Aber ist hier dunkel. Ich musste einen anderen Ausgang finden. Okay. Ja, man weiß halt immer nicht, wo man direkt weiterlaufen kann, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem. Und danach skippt man irgendwas, obwohl man das gar nicht wollte. Und wenn ich da hinten schon so ein Fernseher leuchten sehe, dann weiß ich schon Bescheid. Oh, kurzes Ruckeln. Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe, von der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Korn, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Sehr starkes Spiel, muss man echt sagen. Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Gut. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Ein Problem ist jetzt, wir haben das ja schon gespielt gehabt. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Ist das dunkel? Cinema HDR ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Ich sehe absolut gar nichts. Hat jetzt irgendwas gebracht? Nee. Sein können, dass hier irgendwas Verstecktes. Flexible-mäßiges. Ich muss mir mal angewöhnen, das Mic ein bisschen näher ranzuholen. Komme ich da jetzt wieder rein?
musste einen anderen Ausgang finden. So. Es ist das dunkel. Ich habe keine Ladung. Weil ich vorhin das... Ich habe vorhin die Lampe hier eingesetzt. Kann nur eine Lichtladung speichern, macht Sinn. Holen wir uns die mal zurück. Grüß dich, Dominik. Welches Spiel? Das ist Alan Wake 2. Steht im Spiel, steht im Titel. Am Freitag rausgekommen, letzte Woche. Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe, von der der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Ein bisschen, als ich letztes Mal gespielt habe, gedacht, der hat da gespeichert. Nein, in der Tat spiele ich auf PC. Es gibt das Spiel aber auch für PlayStation. PlayStation 5 und Xbox. Der erste Teil ist auch gut, genau. Ich hatte vor kurzem nochmal, grüßt ihr erstmal Lars. Willkommen Lars bei der Community. Ich hatte letztes, was ist denn das? Das ist gar nicht so lange her. Da habe ich das Remake, also es gibt ein Remaster oder Remake sogar. Von Alan Wake 1. Und das kann man gut spielen. Da sind auch die, gerade auf der PlayStation 5. Und im Epic Store kann man es, glaube ich, kaufen. Weiß gar nicht, ob es auch auf Steam ist. Da gibt es die zwei DLCs dazu noch, die es dazu gab damals. Und das ist schon ziemlich geil. Und es gibt auch noch ein anderes. Ah, ich hätte hier damals speichern müssen. Haha. Es gibt auch noch einen Alan Wake Nightmares, quasi so ein Standalone-Add-on, das wollte ich davor spielen, habe ich auch nicht mehr geschafft. Gut, ich hätte mich damals einfach umdrehen sollen. Schuhkarton werden deine Gegenstände aufbewahrt. Alan kann von jedem Schuhkarton in dunklen Orten auf die gelagerten Gegenstände zugreifen. Jetzt irgendwas... Naja, in unserer Handlungstafel ist jetzt nichts neu. Wir haben den dunklen Ort und das Lied. Lieder gefallen mir übrigens auch sehr gut, muss ich sagen. Muss man da mal irgendwie gucken, ob man die vielleicht bei Spotify findet. So dunkel.
Sehe absolut gar nichts. Damals auf Xbox 360 gezockt, hm? Achso, den Nightmares-Teil gab's nicht. Gab's nur für PC und auf Konsole? Wahrscheinlich Xbox, ne? Das Münztelefon läutete. Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Wir sind in New York City. Davon aus, dass wir hier nicht durch können. Der dunkle Ort ließ mich hier nicht durch. Also wirklich, wer zum ersten Mal hier reinschaut, ne? Und wer Story Games mag und dichte Atmosphäre, dem empfehle ich Alan Wake 1 und 2. Need money to buy books. Don't spread the word. Light will show you the way. Beware the dark. You need help. Good luck. There's a dark cloud hanging over your head. Wir gehen erstmal ans Telefon. Hallo? Alan Wake? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben Tonnen. Die Verbindung. Hallo? Hallo? Ja, Sim, vielen Dank für dein Follow und willkommen. In der Community. Ich finde auch, dass sie den ersten Part sehr gut übernommen haben. Also, das ist ja kein Spoiler, ne? Ja, zum zweiten Teil spielt man ja gewisse Plätze aus dem ersten Teil. Und der erste Teil ist von 2010. Das Remaster kam irgendwann später. Logischerweise. Der Mann hatte Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. Jetzt holen wir uns erstmal die Karte. Da müssen wir hin. Hier sind wir. Es ist halt wichtig, dass man in solchen... Also geil, dass das halt aussieht, ne? Die Spiegelung. Ich muss halt sagen, ich habe mir schon ziemlich einen Burner-PC zusammengebaut und das Spiel macht den Rechner schon ganz schön fertig. Das liegt aber auch daran, dass ich zeitgleich OBS zum Stream nutze und das TikTok-Live-Studio zum Stream. Weil ich leider über OBS nicht direkt zu TikTok streamen kann. Was nur schade ist, die Stimmen von den Synchronsprechern neu besetzt. Ja, gut, die wurden neu besetzt von den Synchronsprechern, aber ja, das Spiel ist ja, das Originalspiel ist ja 10 Jahre alt. Sogar älter, 13 Jahre jetzt, der erste Teil her. Dass die da die Stimmen, die Sprecher neu besetzen. Wenn man das mal so vergleicht, wenn man letztlich so irgendwie Serien anguckt oder so, wo die Staffeln viel schneller aufeinander folgen. Da werden ja auch ständig neue Leute besetzt. Hart Casey.